letztes Heimspiel in der Regionalliga. Leider kein persönlicher Abschluss, wie wir uns alle gewünscht haben. Aber dennoch kommt jetzt so was wie Wehmut auf, oder? Ja, ich denke, ein bisschen Wehmut ist dabei, weil es das letzte Regionalliga-Spiel war, Heimspiel war. Aber ich denke, die Mannschaft hat sich gut präsentiert. Und ich muss sagen, man muss für ihre Unsicherheit, wie sie unter den Voraussetzungen, wo wir arbeiten, sich in der Runde präsentiert hat. Also muss ich nur sagen, Top-Truppe. So ist es, wenn ich was war denn die erste Analyse der Hauptgrund für den Abstieg könnte. Der Hauptgrund ist mit Sicherheit, dass wir nicht unter den professionellen Bedingungen trainieren können wie die anderen Mannschaften. Wir haben 3 Trainingseinheiten, die anderen Mannschaften 7, 8, 9 Einheiten in der Woche. Aber wir als SV-Spielweg sind uns am Prinzip treu geblieben, haben in dem Kader, wo ausgestiegen sind, auch die Runde durchgespielt, haben nicht 17 neue Spieler wie andere Konkurrenten in der Liga ausgetauscht. Das passt nicht zum SV-Spielweg. Und ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Wir haben wieder 16 Verträge von dieser Truppe für die neue Runde verlängert. Und ich denke, schon ein besonderer Applaus wäre. Würdest du das Abenteuer Regionalliga noch einmal wagen? Aus sportlicher Sicht ist die Regionalliga immer etwas wert. Man muss aber ganz klar sagen, dass wir mit unserem Budget, das ist schon bei anderen Vereinen werden wir belächelt, dass wir mit diesem Etat, das vielleicht im Verbandsliga-Etat ist, Regionalliga-Spieler konnten. Und besonders stolz bin ich darauf, dass wir diese Runde das so gemeistert haben, wie wir es uns vorgestellt haben und nochmal ohne Schulden aus der Regionalliga Südwest runtergehen. Wenn ich denke, dass die Mannschaft von den Erfahrungen dieser Spielzeit sicherlich der Kondition profitieren wird. Ja, ich denke, jeder, der weiß, die Oberliga sich ein bisschen auskennt. Die Oberliga wird nächstes Jahr für mich so stark sein wie noch nie. Die letzten 10 Jahre behaupte ich, es wird ein harter Kampf werden, bis wir in der Oberliga wieder ankommen. Und dann wollen wir in der Oberliga einen guten Fußballspieler positiv überraschen und ja, einfach zeigen, dass wir wieder im vorderen Drittel vielleicht schnuppern können. Und ja, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickelt. Du passt mit deinem Trainer-Team schon an einer schlagkräftigen Truppe für die Oberliga, aber ich bin kein Selbstläufer. Nein, wir wissen, was auf uns zukommt. Und ich sag mal, wir sind dabei, dass wir noch vielleicht 2, 3 Spieler zu unserer Truppe dazugekommen. Und dann traue ich aber unsere Truppe dazu, dass wir in der Oberliga was Positives bewegen können. Vielen Dank, Bernd, und ich denke, man kann trotzdem auf die Leistung unserer Mannschaft ein bisschen stolz sein. Das ist ein toller Applaus wert. Vielen Dank.